Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Aim Controllers Unboxing. Das letzte ist schon eine Weile her. Ich hätte eigentlich schon kurz nachdem ich euch diesen Controller hier vorgestellt habe, eine Special Edition, weltweit limitiert auf 20 Stück weltweit, eine Cyberbank Edition, bis auf diese Aufsätze hier, das sind Controller Freaks, nennen die sich, glaube ich. Diese waren da nicht dabei. Habe ich ein Unboxing von gemacht und hatte aber eine Woche später schon einen anderen PS5-Controller. Den wollte ich eigentlich niemals spielen, weil mein erster PS5-Controller von Aim Controllers, den ich mir bestellt habe, der war leider direkt defekt. Das möchte ich aber ehrlicherweise zugeben. Deswegen habe ich dann auch lange, lange kein Unboxing mehr gemacht, obwohl ich es eigentlich vorhatte. Ich habe ein Paket bekommen mit drei wunderschönen einzelnen Kartons, die waren alle zusammengeklebt. Das habe ich schon mal entfernt. Hier sind die Controller. Reingeguckt habe ich noch nicht. Ich weiß natürlich, wie sie alle aussehen, weil ich sie mir selber ausgesucht habe. Einmal ist ein reparierter PS4-Controller dabei von Aim Controllers. Da kommt man nun mal nicht drum rum. Ich habe bei allen Controllern über kurz oder nicht bei allen. Bei meinem ersten PS4-Controller, der jetzt von der Reparatur zurück ist, Stick trifft. Das Problem haben leider andere, haben leider viele, das wollte ich sagen. Was ich aber dazu sagen muss, diese ganzen Aim-Controllers, wer da Probleme hat, das ist alles Sony Original. Das ist nur ein bisschen umgebaut. Die Technik mit den Analog-Sticks, das ist alles noch original und nicht umgebaut. Wenn da mal was kaputt geht, ihr das Stick trifft habt, da könnt ihr leider nicht ganz den Frust auf Aim-Controllers abwälzen. Das muss man jetzt aber ehrlicherweise sagen. Auch ich bin von den Problemen nicht ferngeblieben. Wie gesagt, mein erster PS5-Controller, der funktionierte auch ringsrum nicht ganz. Den musste ich wieder einschicken. Deswegen gab es da kein Unboxing. Den zeige ich euch aber gleich. Es gibt noch einen anderen Controller, den ich mir extra ausgesucht habe. Oh, das ist gleich der erste Controller. Das ist mein PS4-Controller, den habe ich mir damals selber. Und übrigens, nur by the way, die werden mir auch nicht hinterhergeschmissen. Ich habe die Controller, einer wurde mir jetzt gestellt und die anderen habe ich auch alle selber bezahlt, die jetzt hier dabei sind. Wie gesagt, das ist mein erster PS4-Aim-Controller gewesen. Der ist jetzt komplett überholt. Boah, der sieht ja aus wie neu. Leck mich am Arsch, als hätte ich den nie benutzt. Sehr edel. Hatte ich auch hier noch, sieht man das noch? Ist da noch ein bisschen Saft drauf? Leider nicht. Ja, jetzt ist es scharf gestellt. Kann man halt in dieser Lightbar, kann man hier seinen Gamertag reinmachen und so weiter und so fort. Ich hatte hier bei dem Controller Stick Drift. Nicht, weil ich wirklich extrem dafür mitgezockt habe. Das habe ich tatsächlich, aber ich hatte mal wieder ein bisschen Wut und habe den Controller meinem Tisch mit erhöhter Geschwindigkeit ein bisschen näher gebracht und dann hatte ich auf einmal Stick Drift. War ich direkt total begeistert, dass das passiert ist. Das ist leider eine Problematik, die bei jedem Controller, gerade bei Shootern, extrem viel passiert. Der ist hier wie auch alle anderen Controller bei mir voll ausgestattet mit Smart-Triggern, 1 mm Weg für Shooter perfekt geeignet. Die sind allesamt, wenn man die so sich zusammenstellt, nicht für Rennspiele geeignet. Wer da so ein Rennfreak ist. Das ist ein PS5-Controller. Mal sehen, welcher es ist. Lassen wir uns mal surprisen. Oh, das ist der Orange. Okay, das ist der Orange, den ich mir selber zusammengestellt habe und auch selber gekauft habe. Wie gesagt, ich kriege die auch nicht hinterhergeschmissen. Oh, ein Rabattkärtchen. Wollen wir mal nicht zu sehr hier in der Luft halten. Sage ich gleich was zu, muss ich mir mal durchlesen. Das ist der Controller, so wie ich ihn eine Woche, nachdem ich hier diesen Cyberpunk-Controller bekommen habe, noch nachträglich geschickt bekommen habe. Da, wie gesagt, der war leider defekt. Irgendwas hatte da nicht so ganz funktioniert. Stick trifft alles drum und dran. Der wurde jetzt komplett überholt. Hat auch bei mir ein bisschen länger gedauert, selbst mit Vitamin B. Das passiert halt. Also ich betone das nochmal. Das ist alles Sony Original. Die verändern einfach nur das Gehäuse, basteln da die Pedals dran. Ansonsten ist in der Technik im Allgemeinen alles Sony. Wenn einfach irgendwas kaputt geht, gerade der Stick, das ist dann halt, ist leider Pech. Ich kriege zu 90% für alle, die mit dem Code Casper10 sich ab einem Bestellwert von 149 Euro kriegt, da 50 Euro Rabatt. Nur mal so nebenbei noch bemerkt natürlich. Ich habe zu 90% positives Feedback, wenn ihr euch so einen Controller bestellt habt. Natürlich kommt auch mal negatives Feedback. Eben Stick trifft schon nach ein paar Monaten, wenn ihr exzessiv spielt. Und deswegen rate ich auch jedem,
bei den Shootern, wo es machbar ist, wie bei Apex Legends, Autosprint reinmachen, sodass ihr nur nach vorne drücken müsst und nicht reindrücken, weil durch dieses permanente Reindrücken, um zu sprinten, das ist das, was diese Technik in diesem Analogsticks extrem belastet. Deswegen rate ich jedem, schaltet das aus und auch für alle PS5-Controller-Besitzer im Allgemeinen, deswegen rate ich jedem, diese Smart Trigger zu bestellen. Wie gesagt, ihr könnt dann zwar keine Rennspiele damit spielen, falls ihr mit dem Controller alles zocken wollt. Die Problematik bei den Standard PS5-Controllern sind die L- und die R2-Tasten. Die haben einen sehr, sehr weiten Weg, da sind Motoren eingebaut. Und es gibt viele PS5-Spiele, da gibt es so ein Feedback, es fühlt sich halt realistischer an. Da ist wie so ein Motor drin, der so ein bisschen Widerstand leistet. Und diese Technik ist scheiße anfällig, muss man leider sagen. Bei meinem Bruder hat es 2 Monate gedauert und da waren die Tasten hier kaputt. Weil die mit Toren, das ist alles totaler Müll. Keine Ahnung, was sich Sony dabei gedacht hat. Deswegen würde ich jedem raten, bestellt euch bitte die Controller entweder so. Und wenn ihr aber auf diesem Weg steht, dann schaltet einfach bei den PS5-Spielen dieses Feedback, also diese Motorenfunktion bei L2 und R2, schaltet das ab und dann passiert da auch nichts, dann kann auch nichts kaputt gehen. Mein Bruder sagte auch, warum soll ich etwas deaktivieren? Ich habe mir doch den ganzen Scheiß bestellt, um die Features auch zu benutzen. Ist ärgerlich, wenn du das dann deaktivieren musst, aber bei einem M-Controller würde ich das wirklich jedem raten. Alleine dieser Weg, wenn du Trigger-Waffen spielst, wo du Einzelschuss oder Burstwaffen, bist du sowieso ein bisschen im Vorteil, musst nicht den ganzen Weg gehen und bist so ein bisschen schneller. Das dazu. Der ist auch komplett ausgestattet mit allem, was du so haben kannst. Bist du ungefähr teuer, weiß ich selber, bei 250 Euro mal eben locker mit dem Code Casper 10. 50 Euro Rabatt. Es gibt immer mal so ein paar Aktionen von Aim Controllers. Da gibt es mal 60 oder auch mal 70 Euro. Wenn ihr dann aber meinen Code benutzt, sind diese 60 oder eben 70 Euro Rabatt ebenfalls mit drauf. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Diese Karte gibt es wohl zu jeder Reparatur dazu. Gehe ich mal von aus, das ist meine erste Reparatur. Jetzt muss ich mal gucken. Ach ja, hier. Bei dem anderen Controller war die Karte auch dabei. Hier ist ein Rabattcode drauf. Kriegst du 30 Euro Rabatt. Jetzt muss ich gucken, den Code. The code can be combined with the other discount codes. Den kannst du kombinieren mit meinem Code, wenn du jetzt quasi Code Casper 10 nimmst, ab 149 Euro, 50 Euro, dann nochmal 30 Euro obendrauf. Ich denke mal, dass ich die verlosen werde. Dann muss ich mal gucken, wie ich das anstelle, dass das auch alles fair zugeht, wenn da jemand sich so ein Teil bestellen will. Ansonsten das an jemanden zu verlosen, der sowieso kein Interesse an dem Controller hat, das macht keinen Sinn. Muss ich mal gucken, wie ich das anstelle. Und jetzt kommt der letzte Controller. Auf den freue ich mich sehr. Den habe ich mir von Aim Controllers gewünscht. Den habe ich gestellt bekommen, das muss ich dazu sagen, und dann ist auch erstmal wieder Ritze mitgestellt bekommen. Was ist das hier? Ach, das ist die Anleitung, da ist auch eine Anleitung dabei, wie man diese, wenn du dir die Pedals mit einer Remapping-Funktion machst, du kannst den einmal so bestellen, dass die schon vorgefertigt sind, die Tastenbelegungen, welche Taste drauf ist, Dreieck, Viereck, Kreis, hast du nicht gesehen, oder du bestellst dir den mit einer Remapping-Funktion, dann kannst du dir die Tasten selber so belegen, wie du Bock hast. Da ist hier eine Anleitung dabei, wie das funktioniert, das ist nämlich ein bisschen anders als bei einem PS4-Controller. Ganz, Alter, der sieht so geil aus. Der glänzt schön. Oh, ich freue mich auf das erste Spiel damit. Der ist ja sexy. Zack. Gefällt mir ultra, ultra geil. Man hat halt arsch viele Varianten, wie du dir den Controller zusammenstellen kannst. Ebenfalls wieder mit Pedals. Die Pedals sind mittlerweile lieferbar. Ich kann zwar immer noch nicht aktuell sagen, ob die Probleme so herrschen, dass die Pedals, das war nämlich am Anfang, wo die PS5-Controller rauskamen, war die Lieferschwierigkeit bei den Pedals extrem, extrem hoch. In Verbindung mit Corona und dem ganzen Scheiß hat das alles sehr, sehr lange gedauert. Die Lieferzeiten müssten sich jetzt wieder ein bisschen verkürzt haben, aber hundertprozentig kann ich euch das leider nicht versprechen. Auch dieser Controller ist voll ausgestattet. Triggerstops. Die Pedals sind hier schön leise. Bei der PS4 finde ich das Klicken halt einfach mega, mega geil. Schade, dass es bei dem PS5-Controller nicht so geil klingt. Aber es ist okay. Es ist völlig okay. Ich spiele ja jetzt schon eine Weile hier mit diesem. Den wollte ich eigentlich niemals spielen, weil der wirklich weltweit limitiert ist. Aber ich fand es halt schade, dass der Controller von Anfang an nicht so funktionierte, wie er sollte. Und irgendwann dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Du willst jetzt endlich mit einem PS5-Aim-Controller zocken. Und der hat mich noch nie im Stich gelassen. Den suchte ich jetzt wirklich seit Monaten durch. Und der hält, was er verspricht.
Und von daher finde ich es zwar ein bisschen blöd, wenn der so limitiert ist, dass ich ihn gezockt habe. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Auswahl. Wenn irgendwas sein sollte, habe ich erstmal zwei Controller zur Auswahl. Wie gesagt, ich überlege, wie ich das hier mal in eine Verlosung einbastle. Ich habe bis jetzt noch nie eine Verlosung auf meinem Kanal gemacht. Wird mal Zeit, dass ich damit mal anfange. Das soll es jetzt für mein Unboxing von mehr oder minder drei Controllern gewesen sein. Auch wenn ich zwei davon sowieso schon kannte. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wie gesagt, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr von den Controllern haltet. Das soll es von mir schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.